Tja, was bin ich für ein Pechvogel? Gestern ist mir die Waschmaschine eingegangen. Als braver Hausmann gehe ich natürlich sofort in den Fachmarkt und hole mir eine neue. Und da steht dieser Verkaufsberater da und sagt, das ist die Miele, der Mercedes unter den Waschmaschinen. Eigentlich ein schönes Synonym. Auch die Ray-Ban ist der Mercedes unter den Sonnenbrillen, das iPhone ist der Mercedes unter den Smartphones. Und ist der EQC tatsächlich auch der Mercedes unter den Elektro-SUV? Nicht ohne Grund haben hochqualitative Dinge einen imaginären Stern. Die Autos von Mercedes sind der Inbegriff des komfortablen Personentransports. Das gilt bislang für die Verbrenner. Zumindest bei der Fahrleistung ist der Elektroantriebsstrang des EQC aber gleichwertig, wenn nicht sogar überlegen. Die 408 Elektro PS sorgen für Schub ohne Ende und verbrauchen dabei je nach Fahrweise ab 22 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die Frage aller Fragen: Wie weit kommt der Sternstromer? Unter Realbedingungen kommt man etwa 350 Kilometer weit. Energiesparprofis kommen locker auch 50, 60 Kilometer weiter. Das Fahrwerk, Leute, ich sage euch, das Fahrwerk, das ist eine Sänfte. Also auf Komfort, da schwebt man wirklich über alle Unebenheiten. Ein Traum. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Vor allem nicht bei den großen Rädern. Die haben noch einen ganz besonderen Trick drauf. Also die Felgen sind echt ein Hammer. Die vereinen nämlich das Beste aus zwei Welten. Die Aerodynamik einer glatten Oberfläche und coole Mehrspeicheloptik. Der Trick dabei an der ganzen Sache, das Design ist aufgemalt. Bei der Karosserie wirkt der EQC viel glatter als andere Mercedes-SUV. Besonders die Leuchtgrafiken sorgen für einen leichten Star Wars-Flair. In der Grundform ähnelt der Elektro-Benz seinem konventionellen Bruder, dem GLC. Die durchgängigen Leuchtbänder vorne und hinten sind aber EQC-exklusiv. Innen ist er etwas konservativer gestaltet. Das Bildschirmpanel kennen wir von den Markenbrüdern, das Infotainment-System M-Books auch. Was hier besonders ist, sind die Lüftungsdüsen. Die sind nämlich nicht rund, sondern eckig und bronzefarben. Fesch! Da bleibt nur noch die Frage der Geräuschkulisse. Genau so stelle ich mir einen Mercedes vor. Es ist leise. Gut, Motorengeräusch haben wir sowieso keins, aber man kapselt sich da richtig ab. Mercedes hat dafür gesorgt, dass man nichts von draußen mitbekommt. Dickere Verglasung, bessere Geräuschdämmung, so fühlt man sich wohl. Und ist der EQC nun wirklich der Mercedes unter den Elektro-SUV? Ja, auf jeden Fall. Der Komfort, die Aufmachung, die Fahrleistungen, das alles passt zu dem, was sich die Marke seit 1886, also seit mittlerweile 133 Jahren, alles aufgebaut hat.